euch an. So. Ich dachte, Camilo hat es mal angemacht. Hallo? Mic check. 1, 2. Ist kein Mic da. Ist kein Mikro. Doch, läuft, das Mikro. Läuft alles gut. Mikro ist da. Streamen wir schon? Wir streamen gleich. Mach ich so einen Kopfhörer drauf. Jazzboy, mach den Kopfhörer auf. Klassische Einohrtech. Ja, Einohrtech. Ja, man braucht den Hype. Was geht? Aus dem Raum noch. Hier mit Mike, willst du ein bisschen boxen? Ja. Du musst böse Tasten sein. Ja. Schritt 1. Step 2 ist nicht vorhanden. Step 3, Profit. Let's go. So, ja, wir haben... Und einfach was richtig rüber... was Gutes rüberlegen. Smart. Das wird auf jeden Fall funktionieren, weil wir keinen Kamerafeed haben. Ja. Easy. Kein Problem. So. So. Sind wir ready für die guten Zeiten? Sind wir ready to rumble? So, ist es denn schon 21 Uhr? Yes. Ah ja, da will ich aber auch jetzt gleich diesen Zerok sehen. Zerok? Ja klar, will ich auch sehen. Wird schon Zeit. Ohne Zerok. Der muss zu Hause sein. Haben wir einen YouTube-Chat eigentlich? Oder wie läuft das? Nice. Ich sag auf jeden Fall, eine Runde wird hundertprozentig durch Random Dino gewonnen. K.O. Das scheint mir nicht so. Ich weiß eigentlich gar nichts über Garou. Du musst gleich... Ich bin gleich der unerfahrene Viewer und stell die harten Fragen. Ja, ich gebe die harten Antworten. Das sind die besten Antworten. Oh shit. Percival vs. Inca. Ah, okay. Also, let's go. Adi, ist das wieder? Grüße. Grüße an die Viewer. Let's go. Grüße gehen raus nach Köln. K-O. Grüße gehen raus nach. Wie heißt das nochmal, wo der Dern wohnt? Zerok wohnt in Dragon Ball. Ja, Grüße gehen raus. An die, wo spielt Dragon Ball? Ingame kann leiser sein und Commentary lauter sagt. Okay. Wo kann ich das ändern? Hier, ne? Commentary lauter. So, guck mal, ist so besser? Ist so ein bisschen besser? Ich hab schon ein bisschen geändert, ist besser. Only winners. Keine Antwort. Damn. Commentary noch ein bisschen lauter. So, gibt uns nochmal Feedback zum Sound. Ist besser? Ist das jetzt besser so? Also, ich war halt schon. Test nochmal mit Kopfhörern. Klingt mit Kopfhörern ganz gut. So. Klingt von uns ganz gut. So. Also, es beginnt unser First to Ten. Wunderbar. Okay, Olli. Sag mir was, erzähl mir was zu diesen Charakteren. Erstmal muss ich switchen. Weil. Also, wir haben Kinka mit Terry Bogard. Genau. Und Percival mit Kevin. Genau. Kevin auf jeden Fall der Top 1 Charakter. Okay. Terry ist eher mehr so high tier mit hier. Hat aber auf jeden Fall.
den Kevin Platz zu kommen. Mhm. Den Buster Wolf. Und da war der Throw. Oh. Die erste Runde geht erstmal kleiner Stagger und dann der Wurf. Sehr schön. Fight. Ja, ein bisschen langsamer. Counter-Hit. Ah, kein Super danach. Reißling. Ah, hätte das funktionieren können. Nein, Block. Okay, RTR wird getroffen. Es gibt Air Block auch in diesem Spiel, richtig? Air Justify. Ah, man kann nur Justify. Ich verstehe. Ansonsten gibt es kein Air Block. So. War kein Punish, aber er drückt. Aber so wie ich das verstehe, ist das auch die Kevin-Taktik. Reindrücken, ist das richtig? Ja. Kevin darf ihn ganz gerne, weil er kein Punish. Aber das darf er nicht. Okay, Kombo nicht geschafft. Soll der treffen, der letzte Hit, dieser Cancel? Wenn du ihn charst, ein bisschen, dann ja. Ah, okay. Dann geht er weiter nach vorne. Ah, oh, schöner Air-to-Air. Und wieder Air-to-Air. 5A doch einfach den Hauptkick. Kein Problem, sagt Kamedo. So. Match 1:0 für König Auto. So. Es wird King Kong. Das erste Match. So, und direkt zurück ins zweite Match. Oh, schön rausgesaunt. Und da ist schon 20% Leben weg. Jump in nicht converted. Okay. Jetzt ist es keine Ecke, aber geht wieder raus. Percival springt, aber kann keinen richtigen Jumping Confirm landen. Jetzt Pressure bei King Kong. Oh, schön, wieder Fan mit R2R. Fan Anti-R. Okay, aber hier kann er geduldig bleiben, kann weiter zonen, kein Problem. Oh, und schön wieder mit dem R2R. Round 2. Ja, das ist bei ich mach die nochmal ein bisschen leiser. Ja, wir machen nochmal ein bisschen leiser. So. Sag mir mal, ob das so besser ist. Garou knallt so hart, ja so ist es. Was soll man machen? Ah, der 2AB. Nee. Oh, das ist nach vorne gegangen. Wieder verpasst. Okay, R2R. Kevin im Top-In, aber oh, nicht mehr lange. Schön durchgerollt. Ging er jetzt in eine schlechte Position. Oh, aber starker Backdash. Kein Confirm, aber schöner Stagger im Throw. Gute Rolle raus. R2R und wieder der Throw. Oh, und die zwei Lows gegen Schienbein. Da geht's 2:0 an Kinka. So, aber es ist ein langes Set. Auf jeden Fall. Alles ist möglich. Round one. Percival kann sich noch eingrooven. Vielleicht muss er sich seiner ursprünglichen Stärke besinnen. Weil das Match kommt zustande, weil er gespielt hat wie ein Spaß. Das ist vielleicht auch die Lösung, um dann doch zu gewinnen. Ich meine, Kevin darf alles, ne? Ja. Er ist quasi, er ist der Alpha Kevin. Und hat ein paar Coins. Ohne Coins halt. Aber. Okay, schön, Promo zu Ende. Ah, und Reversal. Und geht da drunter her, aber kein Punish. Schön wieder Air to Air. Ein bisschen harter Strong von beiden. Aber mit den Jump-Ins muss er aufpassen, weil Kinka ist ready. Jedes Mal schön den Air to Air reingeballert. Vielleicht muss er ein bisschen mehr Adjust finden, anstatt da hinten Bass zu drücken. Wäre ein guter Idee. Ja, schöner Just der Talk hier vom Twitch-Chat. Twitch-Chat ist der beste Chat. Wir haben ihn deswegen importiert. Ja, so. Wir haben ihn einfach live hergeholt. Ah, schön. Noch ein paar Kappa-Smileys hier reingeholt. Und Percival kommt langsam rein, hat aber generell große Probleme, überhaupt seine Offense starten zu können. Nice. Diesmal richtig hinbekommen. So, diesmal. Schön gebaitet, aber nicht rausgemacht. Das war's. Schöne Kombo. Diesmal sitzt es und da geht die erste Runde an Percival. Kevin, final round. Guten Appetit. Mit Garou. Klingt hervorragend. Ja, guten Appetit. So, und da geht er wieder erste. Okay. Nice. Kinka hat Percival in der Corner. Bleibt vorsichtig, aber Percival kann rausrollen. Oh, und Saft in den Bauch gehauen. Den Command-Grab. Okay, R2R. Aber der Backdash. Ja, den Command-Grab.
Oh, schön reagiert. So nicht. Einfach reinrollen ist nicht, sagt Kinka. Okay. 3-0. 3-0, schon. Das war schon die zweite Runde. Holy cannoli. So, eine Taktik, die wir auf jeden Fall von Kinka sehen, sind die clean Backdashes. Ja, die Backdashes sind auf jeden Fall das, was er sehr gerne macht, weil die Backdashes halt sehr stark sind in dem Spiel. Was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, sind Backdances, aber dazu muss man auch vorher das nicht so leicht. Und da wieder der Backdash, gerade in der Corner, bisher sehr effektive Taktik. Ja. Kann aus der Ecke rausspringen. Aber Live Lead für Percival. Da auch da rein. Okay, guter Backdash. Aber da sind sie quasi wieder even on live. Okay. Starke Corner Pressure von Kinka. Percival. Oh, und der Super. Weiß ich nur mit dem Random Super zu helfen, aber er trifft. Wer hat ihn? Also war er nicht random. Okay, ah, kein Anti-Air. Und kann er wieder, da versucht er es wieder mit dem Stagger und dem Throw, aber Percival springt. Stark Just Defense hier von Kinka. Er kann ihn einfach nicht aufmachen. 3, 2, 1, oh, es ist fast vorbei und da reicht es ihm zu blocken. Oh. Da gibt er noch den Meter aus, okay. Kinka kneift hier am Ende die Arschbacken so fest zusammen, unfassbar. Ja. Ich meine, das ist auch nicht gut, ne? Hey. Arschbacken richtig krass sind, ne? Kannst du Beine so knacken. Ey, wenn du im Klatsch am Start bist, ist alles gut. Oh, da geht er low. Und Bandit Bringer oben drüber. Okay, schön rausgerollt. Was ist das Oki von Kevin? Okay. Sehr, sehr mildes Oki von Percival. Ich weiß nicht, ob er mehr machen kann oder ob man über die Rolle aufpassen muss. Ah, oh, guter Hop. Und wieder RTR, betrillen sie. Okay, okay, Pressure. Oh, da whifft er den preemptive Anti-Air. Aber keine Kombo. Oh, schön. Schöner Enter, super. Okay, okay. Aber Kevin hat auf jeden Fall den Kopfvorteil und auch noch den Live-Lead. Oh, und da rüft er wieder den Preemptive Anti-Air. Aber da kommt der Anti-Air hinterher doch nochmal. Haben wir in Casuals eben auch viel gesehen. Jetzt noch nicht so am Start. Auch ein bisschen mehr. Oh, Punish verkackt. Oh, ein schönes Punish. Auf jeden von Fall. Kinka. Ah, da darf er nicht reinrücken. Oh, die sauberen Confirms, das gefällt mir. Das ist eine Frame-Track, da darf er nicht reinrücken, wenn das trifft. Auf Block. Ja, und? Ah, schöner Just Defend. Diesmal von aber noch kein klarer roter Faden in der Offense erkennbar. Und damit geht auch Game 4 an Kinka. Nimmt er den Trade? Ja, reicht. Jetzt das Spiel leben. Ist egal. Auf jeden Fall. So, wo sind diese Behindertaktiken? Round one. Wo sind sie? Wo ist diese gedrückte Offensive? Da sind okay. Sie. Low Profile, okay. Brawl. Also schön, schön immer reinkrabbeln und ausrasten. Ja, es gibt halt nicht. Ah, okay. Low and high. Okay, okay, okay. Da ja, läuft's doch geht, direkt besser. Über den Fireball von Perry. Also, er ist schon ziemlich behindert. Okay, okay, okay. Nice, guter Guard-Cancel in den Command-Cancel. Okay, jetzt kann Percival definitiv spielen, smart. Drück rein. Okay, Chip würde reichen. Oh, aber schnell confirm. Glaube ich, den 2AB nicht getroffen. Oh, und da, gut Special-Game. Da krabbelt er aus der Ecke raus, macht ihm gar nichts. Kennt er nichts. Ah, und mit dem Trade nimmt Percival die Runde. So, das müssen wir auf jeden Fall mehr sehen. Mehr 50-50 forcen, mehr ausrasten. Oh, da rollt er direkt gegen den Feuerball rein. Ja. Okay, hier gutes Zoning von Kinka. Aber Percival macht langsam seinen Weg rein. Switch der Just Defense. Oh, schöner Confirm wieder. Oh, nice, schöner. Pfaffen hier. Oh, schöner 2AB. Gut, gut, gut. Und da ist das halbe Leben auf einmal weg. Holy cannoli. Oh, Wake Up DP und Confirm in die Combo. Sehr schön. Oh, Walk Under Jab, das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine der gängigen Arten zur Enter-Air in dem Spiel. Weil die Enter-Airs relativ schwach sind, auch von Leuten. Ja, ja. Das war auf jeden Fall legit. Okay, kann nicht in die Jump-In-Combo confirm. Und Bandit Bringer wird geblockt. Das ist ein bisschen zu viel gegen Terry. Das added auch. Und da kann er nicht durchkrabbeln, damn. Schönes Stagger Pressure hier von Kinka. Und die zwei los.
5-0. Und Halbzeit und das Mindgame außerhalb des Games wird hart. Round 1. Fight! Let's shoot! Raichu! 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 Ha! Ja, in der Offense. Oh, ja, nice. Krabbeln aber gestoppt. Aber hat jetzt Top-In. Oh, schöne Just-Defense. Ja, auf jeden Fall. Im Top-Beginn geht man noch Headbutt. Ah, okay. Oh, da geht er low. Drückt er Wake-Up-Buttons. Der Jessica. Und Kinka kämpft sich sehr aktiv aus der Ecke raus. Ja, ein schöner Air-to-Air. Cool, Percival, vorsichtig. Trifft den Low, aber verliert die Corner Position. Okay, Fuzis. Ja, ein bisschen Demon on Life. Schöner Poke. Oh, gutes Punish auf den Bandit Ringer. Okay, okay. Aber Kinka macht vorsichtig seinen Weg wieder rein. Aber mit 6 Sekunden auf der Uhr braucht Percival keine Risiken eingehen. Er kann ihn mit Chip nicht kriegen. Ich würde es auch nicht machen. Kein Time Rundown. Kann man Meter bauen für die nächste Runde? Ja, kann man. Round 2. Aber er hat ja auch schon beide voll, alles klar. Also gibt's da einfach nicht mehr viele Optionen, da muss man zusehen. Schöner Hinter-R mit dem 2AB. Okay. Oh, das war auf jeden Fall. War das ein Punish? Sah spät aus. Oh, schön. Abare. Abare in halbes Leben. Sehr gut. Und die Just Defense. Okay, gute Just Defense. Und Jump-Ins geblockt. Okay, Milky Pressure. Percival bleibt cool. Da lüft er irgendwas. Das war der Command. Okay. Wahrscheinlich zu früh gecancelt. Vielleicht. Okay, schöner Sweep. Und stoppt die Jump-Attempts. Ja, die Jump-Ins beide funktionieren auf jeden Fall nicht so gut gegen Kinka aktuell. Schöner Just-Defend. Versucht das. Ja. Und da haben wir das. Erste Game für Percival. So, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt wahrscheinlich genau das Momentum, das er braucht. Definitiv. Ich finde auch, dass der Kinka jetzt in der einen Runde auf jeden Fall ein bisschen schwieriger hatte reinzukommen. Ja, mal sehen, wie weit er das Momentum jetzt mitnehmen kann. Ja, in den ersten Games konnte Kinka auf jeden Fall den Matchschluss kontrollieren und bestimmen, ob er Offense oder Defense spielen wollte. Jetzt sehen wir hier auf jeden Fall mehr Pressure von Percival, schöner Confirm. Oh, sehr schön. Oh, und da sauber Pressure, hat er ihn einmal drin gehabt. Bam, so. Round two. Man möchte aufgeklärt werden, was die leuchtenden Dinger in der Helfer machen. Also Top-In. Genau, das Top-In kann man auswählen, auf welcher Seite es ist und wie groß es ist auch. Wenn man Top-In macht, macht man mehr Schaden, je nachdem wie groß der Top-In ist. Bei dem Standard-Top-In macht man, glaube ich, 1,25 mal mehr Schaden. Und Overtime regeneriert man auch Kaffee. Gilt aber nur in der Zeit, während man genau in diesem Lebensbereich ist. Ist man drüber oder drunter, hat man den Effekt nicht. Genau. Aber wenn man zum Beispiel durch Top-In wieder eine Hälfte zurückbekommt und wieder in den Top-In geht, dann funktioniert der auch wieder. Ja, also immer, wenn man entsprechend viel Leben hat, ist das dann. Ja, genau. Okay. So, hier wird's nochmal klatscht. Schöne Anti-Air von Kinka. Der Trade war auf jeden Fall nicht in der Serie. Final Round. Fight! So, oh. Okay. Kein Punch auf den Bandit-Ringer. Okay. Nice. Hier funktioniert die Pressure auf jeden Fall besser. Sehr viel okay. Das Corner-Game auch deutlich aggressiver geworden. Deutlich mehr oppressive. Auf jeden Fall die Runde. Oh, und das war's. No. Zwei Hits haben gereicht. 5-2. Percival ist am Start. Damn. I'm sorry. Das gehört so. Das muss so sein. Das ist für die Leute, die das Match im Spiegel gucken. So, wir wollen was. Wir wollen auf jeden Fall was richtiges bieten hier. Okay, okay. Oh, da ist er wieder, der Backdash in der Corner. Und hier die Throw Pressure. Aber diesmal Wake Up Throw von Festival. Und es geht weiter. Sie werfen sich. Es ist ein Wrestling Game. Oh, schön mit dem Fuß.
in der Ecke gehalten. Die Runde geht an Kinka. Der Nachteil bei den Core-Mixer und darüber wieder beides anzeigen. Ja, okay. Also wenn man richtig rät, kann man punishen. Ja. Aber gerade kriegt Kinka richtig viel Profit aus den Throws. Aber da schönes Punish von Percival. Okay, Empty Jump Low. Abare! Abare! Oh shit, Percival konzentriert sich mehr auf mich als auf das Spiel. Ist das sein Ende? Wird es sein Ende sein? Ihr erfahrt es in der nächsten Episode. Er hat 2 AB, in den Super. Das ist eine legit Taktik eigentlich. Aber Abare ist ja auch legit. Ja, natürlich. Abare ist auch legit. Du hast auch recht, aber... das wollte ich hören. Say no more. So, wir sind im Game. Wieder Corner Pressure, aber even on life. Ich meine, gute Abare ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Skill. Ey, wenn man dann noch schön confirmed... Auf jeden Fall. Ist alles gut. Der 2 AB hat die Eigenschaft, dass wenn er nicht trifft, also auf Block ist, dass er keine Super oder Special rauskommt. Ah, OS. Built-in OS. Das erscheint mir eine hervorragende Taktik zu sein. So, nächster Hit killt. Oh, und die saubere Reaktion. Der alte Mann hat es noch drauf. Ja. Good going. So, 6-2 für Kinka. Chinesium Abare, das ist das krasseste, auf jeden Fall, Schieb. Round 1. Nice, gefällt mir. So, und wieder, da haben wir das Zoning von Kinka, aber guter Jumping von Percival. Okay, Just Defense, aber wieder rausspringen. Okay, Kinka hier mit sehr aggressivem Zoning, aber Percival hat ihn in die Ecke gedrückt. Ja, Zoning ist nicht so stark. Hier. Gute Corner Pressure, Percival overextended nicht. Hält Kinka aber konstant in der Ecke. Schön, Empty Jump. Und 50-50. Oh, gute Pressure. Aber da kriegt er den Throw. Und wieder der Throw. Oh, mit dem Ellbogen rein. Ist das Punish? Oder reicht das was, Chip? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Null Frame. Auch eine verrückte Sache, diese Nullframe Super. Das sieht man in heutigen Games auch nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Game, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Mir kommen jetzt auch keine anderen in den Kopf. Vielleicht Chi, der Chronist, kennt vielleicht noch was, aber. Okay. So, diesmal Corner Pressure, aber. Oh, schöne Anti-Air. Percival kämpft sich aber effektiv aus der Ecke raus und hat auch Live-Lead bekommen. Ja. Aber Kinka wieder mit den Throws. Kann er blocken? Nope. Nice. Und wieder die Throws. Was ist das Mix-Up? Oh, kann er den Backdash noch stuffen? Hat er leider den Wasserroll verkackt. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Percival. Und da ist er auf jeden Fall on point bei diesem Just Defend Dark Challenger. 6-3. Percival. Das waren gar kein... Drops ein. Okay, dann war es ein Reversal. Ist auch okay. So, wir sind auf jeden Fall im nächsten Match. Es steht 6-3 für Kinka. Und Percival kriegt den Jump-In. Oh, schönes Movement hier von Kinka. Aber Percival, wie ein Chirurg mit dem Skalpell, kriegt seine Hits. Okay, oh, da zeigen sie sich einen kurzen Moment des Respekts. Gute Rolle, aber Kinka ist bereit und kann den Angriff noch stuffen. Schöner Air-to-Air. Oh, guter Block an, um aus der Ecke rauszukommen. So, jetzt Corner Pressure für Percival. Okay, Just Defense. Und Corner Pressure. Ah. Genau. So, jetzt wieder Will Sonic. Kinka hat Life Lead. Braucht sich nicht allzu viele Sorgen zu machen. Die Zeit läuft runter. Garou auch ein Game, was mit wenig Zeit gespielt wird. Schöner Backdash. Okay. Kann er da noch was machen, ja, wenn er den einen großen Hit trifft, aber. Kann Kevin confirmen aus irgendwelchen Overheads? Abgesehen von dem Crawl vielleicht. Aber bei 3-4 Sekunden reicht es, den Damage zu machen noch. Das ist schwierig.
Saftiger Anti-Air. Und sehr schön, kriegt er noch die Follow-up-Kombo. Und wieder Corner Pressure. Ja, da overextendet er nicht. Ja, Twitch-Chat ist auf jeden Fall aktiv. Auf jeden Fall. Hier werden die Tierlisten gezückt. Und der 2 AP. Sehr schön. Final round. Fight! So, schöne Kombo. Und die Dash ist gefallen. Der Kana King kann am Boden noch mehr in die Enkel drücken. Und hat ihn jetzt auch komplett in der Corner. Ah, schöne Just-Defend. Okay, aber Kinka kann aus der Ecke rausrollen. Oh, und Personal tut es ihm einfach gleich und rollt hinterher. Okay, okay. Just Defend, aber verpasst das Punish. Geht nicht. Holy cannoli. Geht einfach nicht. Geht nicht. Was soll man machen? So, und oh, da wieder. Slow Pressure, aber... Just Defend, damit er ein bisschen Leben zurückbekommt. Personal bleibt cool. Lässt sich nicht auf die Forschung her, geht's ein. Guter R2R. Mit dem Scramble. 4-6, Percival kommt zurück. Kevin gar nicht so gut, just backdash, learn the matchup. Ich denke, dass das so ist. Das ist ja immer so. Auf Twitch-Chat? Haben wir zwei Twitch-Chats? Ja, das ist YouTube-Chat und Twitch-Chat ist im Haus. Ist so. Gleich, er setzt wahrscheinlich noch einen YouTube-Comment später. Ja, das gefällt mir. Ich hoffe es. Ich darf den aus dem Crawl raus. So, R2R. Sehr schöne Pressure. Dann wieder in die Ecke. Wenn Percival es schafft, Kinka in die Ecke zu bekommen, dann sieht es auf jeden Fall immer sehr gut für ihn aus. Und oh, da geht das Mix-Up irgendwie an ihm vorbei. Okay, Moves treffen hinten und vorne. Es ist verrückt. Wenn du den Button drückst, bevor du landest, dann rollst du ein bisschen nach vorne. Und da braucht er noch einen Hit. Oh, sehr schön. Genau das richtige Spacing, um den Wake-Up-Move zu baiten. Terry, ich habe alles gegeben, Bruder. So ist es. Alles gegeben, Bruder. Oh, nein. Ja, nein. Das war ein sehr guter Punkt. Und da ist die Führung am Start und da kriegt er direkt... Boah, die Kombo. Waren das jetzt 60% mit einer Kombo? Holy cannoli. Aber volles Meter dafür. Brauchen wir dafür, aber das ist auf jeden Fall worth it. Aber der Damage auf jeden Fall. Aber die Kombo auf den Kopf. Gute R2S und ist der Backdash zu weit weg. Richtig, richtig bitter. Der Jump-In stufft den Wake-Up super. Ja, der hat leider keinen Kohl. Okay, Stagger-Pressure von Percival. Aber Kinka springt rein, okay. Corner-Pressure. Count-Hit auf den Anti-Air. Okay. Rollen durch die Projektile funktioniert. Ah, da funktioniert es doch. Okay. Man muss aufpassen. Oh, Kinka auf jeden Fall mit dem Meter. Und da ist er unvorsichtig und Kinka ist ready. Evening Rounds. Beide ungefähr gleich viel Meter, haben fast den ersten Sock. Schöner Run-Under wieder. Okay, auf jeden Fall gute Defense von Percival. Wählt seine Momente gut. Okay, R2R. Definitiv. Ah, da wird er gefroren. Und dann kommt wieder die Throw-Pressure. Oh, da bleibt der Fuß aktiv. Oh, nice. Ist das wieder der Null-Frame super? Nein, aber Ah, okay. Deswegen kann er ihn noch machen, wenn er sieht, dass auf Poki was passiert. Das macht Sinn. Schöne Anti-Air. Und R2R. Ein sehr guter Move. Okay, jetzt muss Kinka den dicken Hit landen. Aber er hat. Sonst wird es schwierig. Das heißt, er kann einen großen Super machen. Ah. Aber Percival bleibt geduldig, lässt keine Öffnung zu. Oh, da kann er nicht canceln und irgendwas. Da hat er auf jeden Fall den Konfirm. Das kostet ihn auf jeden Fall. Wahrscheinlich hätte er nicht gekillt sofort, aber es hätte auf jeden Fall live gewesen, hätte er den Confirm getroffen mit dem Wasserwurf. Kevin ihm aber fest ins Gesicht. Ja, und dann sind wir bei 5-6. 5-6 ist und wir sind fast schon wieder even unterwegs. Auf jeden Fall. Snickers White? I don't know, Tim. I don't know. Klingt ganz schön gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, eigentlich schon. Aber auch nur in gewissen Dosen. Solange es keinen Snickers Zartbitter gibt, würde ich sagen, ist okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, schöner Sweep und Just Defense. Gute Barre.
Genau, sehr gut. Schöner okay. Throw. Throw Pressure. Oh, da baitet er. Den aber Kinka fällt nicht drauf rein. Oh, schön, Stagger Pressure. Okay, beide versuchen sich gegenseitig zu baiten und nicht zu committen, weil der nächste Hit potenziell killen kann. 6-5. Oh, schön, das Stuff. Folgt er dem Backlash einfach. Schöner Jump-In. Empty Jump-Throw. Und oh, mit der Pressure. Die Stagger. Okay, Runde geht an Kinka. Und wieder rein. Da war eine kleine Interaction zwischen den Spielern. Okay, gute Justice. Wieder zurück ins Game. Ich meine, es ist hier das First Attempt. Ist für Satisfaktion. Ja. Und der muss genügend getan werden. Wenn ich ein bisschen Hass im Spiel wäre, würde es auch keinen Spaß machen. Oh, das ist okay. Und mittlerweile. Leider. Aber das hat trotzdem gut Damage gemacht. Oh, da hat er reingehört. Aber da trifft er ihn auch ins Gesicht. Oh, und ja. Big Throw. Die mutige Walk-Up-Pressure. Ja, da hat er den 6-6-C gerifft. Okay. Live Beat für Personal. Aber er holt sich das Leben mit den Just Defense zurück. Gute sehr Entscheidung beim Zoning. Oh, schon wieder. Verrückte Dinge passieren. Guter Just Defend. Oh, da wird gebaitet. Kriegt den Cross-Up, aber kein Cancel. Oh, aber genau in dem richtigen Moment hat er sich für den Super entschieden. Wieder Twitch-Chat am Start. Und im YouTube-Chat wird über Pizza mit Kiwis geredet. Was ist nur los mit euch? Auf jeden Fall. Guter hier starke Live-Führung für Kinka. Allerdings haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, wenn Percival das Meter hat, kann er den Schaden auch machen. Auf jeden Fall. 60% kein Problem. Aber noch hat er das volle Meter nicht. Okay. Ah, wieder. Fällt sauber in der Ecke. Overextend nicht. Mit dem schnellen Kick. Er bricht jetzt gerade die Streak. Vielleicht zum richtigen Moment. Aber ich sehe auch nicht, dass es momentan viel anders ist. Er hat halt einfach ein bisschen in der Scramble-Situation ein bisschen mehr getroffen. Ja, kleiner Momentum-Shift gerade in der letzten Runde. Aber das heißt noch nicht. Nee. Okay, jetzt sind wir wieder bei. Oh, Jumpstrip. Okay, gutes Punish. Und Corner Pressure, was kann man machen? Oh, da baitet er, aber entscheidet sich dann anders und wird doch noch getroffen. Okay. Vorsichtige Corner Pressure von Percival, will nicht overextenden. Ja, die Drakes sind sehr stark. Kinka springt raus. Ist nicht mehr in der Ecke, wird auch gepunished. Wake-up Throw trifft. Guter Backlash. Oh, und da trifft er die Jump-In-Combo sehr gut. Kevin. Round 2. Fight! Jump in Block, okay, ist auf jeden Fall die SF4-Taktik. Fuß geht raus an Mo. Damn. Oh, nice. Das war mit Guard Cancel, definitiv. Oh, schöner Anti-Air. Ei, das tut richtig weh. Und der ist richtig saftig. Oh, und da wieder mit der erste Air von Kinka. Okay. Ja, durch die Justified-Mechanik Zoning sehr interessant in dem Game. Ja, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall seinen Platz, aber man kann nicht einfach so die Feuerbälle rauswerfen, wie man Bock hat. Und da geht die nächste Runde an Kinka. Starker Meta-Vorteil für Kinka. Er muss jetzt eigentlich schnell was ans Laufen kriegen, bevor Percival das Meta zurückbekommen kann. Kevin will jetzt sehr schnell Meta. Ist das Meta-Bild hier von den Charakteren unterschiedlich oder ist es allgemein? Es ist, Kevin hat auf jeden Fall einen Bug, wo er einen Move-Cancel sehr schnell Meta baut. Aber es ist sehr schwierig, ihn richtig zu benutzen. Okay. Aber absolut clean Runde von Kinka bisher. Auf jeden Fall. Ja, gibt Percival keine Chance reinzukommen. Terry. Das ist auf jeden Fall. Bisher, die Games, die gut für Kinka liefen, waren auf jeden Fall eher Neutral Controls. Und die Games für Percival auf jeden Fall heftige Corner Pressure. Terry. Und sehr guter Schaden. Round 1. Fight! Aber das ist so ein bisschen auch wie die Charakter so spielen. Ja, Terry ist nicht unbedingt super Rushdown. Du kannst aus dieser Pressure, die er macht, kannst du relativ gut escapen. Es ist halt schwierig, immer den Deckel schwierig hier anzunehmen, weil dann Lücke drin ist. Und Kevin kann halt einfach seinen Super reinmachen und dann ist die Lücke halt.
Der Jan ist da. Oh shit, der Jan. Schöne Grüße. Ich bin Joel. Macht dich das glücklich, endlich mal ein bisschen von diesem Garou zu sehen? Ja, endlich mal Kevin zu sehen. Endlich Kevin. Der Alpha Kevin. Oh, so, oh, guter Antier. Richtig schön. Oh, und das war ein wundervoller Bait. Empty Jump rein und dann den Antier. Das gefällt mir. Round 2. Fight! Oh, und der Cross-Up! In 20% Damage, sehr gut. Er baut Meter mit diesem Crawl. Ah, okay, deswegen die Crawl Cancels. Ja. Verstehe. Bauen nur Special Moves Meter in dem Game? Ja. Ah, okay. Also auf Hits macht das. Okay, aber. So, auf Hits oder auf Block. Okay. So, jetzt Kinka. Kann er. Nein, oh! Das war sehr schön. Sehr schön im Just Event. Autsch. Da sind wir bei 8 zu 6. 8 zu 6. 8 zu umgedrehter 6. Es bleibt spannend. Ja, umgedrehte 6 ist die stärkste 6. Ist das nicht ein bisschen satanisch? I don't know. Vielleicht. Maybe. Vielleicht. Round 1. Wow, woher weißt du das? Twitch-Chat, Twitch-Chat satanisch confirmed. Gehen wir weiter. So, wir sind wieder drin. Im Twitch-Chat werden üble Lügen verbreitet. Im YouTube-Chat besser gesagt. So, oh, guter Just Defend wieder. So, was macht man, um Just Defend zu baiten hier? Die Würfe wahrscheinlich? Just Defend zu baiten macht man auf jeden Fall live. Weil es schwieriger ist, dann den Guard Cancel zu bringen. Aber... Da ist Percival wieder mit dem Schaden, da ist er auf jeden Fall am Start. Ja. Und Kevin hat ja auch den Command Flow. Ja. Das war sehr schön. Okay, schöner Flow. Mit dem schönen Abaren. Damit er sehr schnell Tarn. Macht auf jeden Fall Sinn, weil das ist definitiv die Stärke von seinem Charakter. Ja. Er hat die Kombos am Start. So, kann man ihn nicht verüben. Kleiner Walk-Up und dann Final ins Gesicht round. Gehauen. Das ist eine gute Taktik. Das ist auf jeden Fall eine gute Taktik. Daigo wäre stolz. Okay. Oh, und schon in der Ecke. Aber da springt er selber in die Ecke. Und da geht Kinka wieder in die Ecke. Alle haben keine Angst, in der Ecke zu sein. Okay, schön. Oh, da trifft er einen Jump-In. Oh, in den richtig dicken Kevin Damage. Und da geht er gemütlich zurück, um weiter zu kombon. Baitet den Backdash. Und jetzt kann er hier schnell entscheiden. Empty Jump Throw. K.O. Und der noch der kleine Hopser hin und her, um zu zeigen, das war nicht anstrengend. Ich bin am Start. So. Also ist auf jeden Fall sehr close. Oh shit. Sinjul sagt im Chat, Percival kennt die Bauerntricks mit Kevin noch nicht. Es überrascht mich nicht, genau das aus deinem Mund zu hören. Nee, wirklich nicht. weil für Bauerntricks ist er auf jeden Fall bekannt. Was wären wir ohne die Landwirtschaft? Was wären wir ohne die Landwirtschaft? Nichts. Hätten wir dann Milch? Nein. Ja, Milch. Ah, und wieder. Schöne Führung. Aber die Hitbox geht so weit nach oben. Da ist er mit dem Jump leider auf dem falschen Dampfer gewesen. Erste Runde geht an Kinka. Sobald man da einen Button drückt, hat man auf jeden Fall. Ah, kann man super auch noch Just Defend in der Luft? Ah, okay. Okay, schön den. Ja, macht Sinn. Das ist wie jetzt das Zweite. Das wäre genau die Gelegenheit gewesen. Oh, aber in den letzten Runden verpasst er leider seinen Follow-up, aber der Damage ist trotzdem gut. Der Damage ist auf jeden Fall da. Okay, Life Lead to Percival. Geht vorsichtig rein. Ja. Will auch nicht overextend, aber das tut schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. Schön gebaitet. Sehr schön. Ja. Es reicht auch, Kinka ab dem Punkt hier in der Ecke zu lassen. Du musst hier keine Risiken eingehen. Nein. Wäre Quatsch. Am besten. Da gibt's keinen Punish. Einfach nicht punishbar. Was ist das für ein Leben? Ja. Verrückte Timeline. Fight! So.
Okay, King Kong mit der Light Pressure. Mit der R2R. Und Dart Pressure die Führung. Okay, okay. Counter-Hit auf den gekrabbelt. Okay, gute R2R. Oh, da kriegt er den Bait mit dem Backdash. Kann aber nicht punishen. Oh, beide gute Jaffs Defense und dann der Komatsu. Anti-Air, sehr gut. Aber fast wieder mit Pickball. Ja, aber Pressville auf jeden Fall on point mit seinem Just Defense. Da kann Terry mit dem Projektil nicht viel machen. Oh, verrückter Cross-Up R2R. Ah, oh, da hat er gebaitet. Nein, da wird er getroffen. Was ist da los? Und die Follow-Up-Kombo. Okay, und jetzt, nächstes Mix-Up entscheidet. Und da kriegt er ihn. War das noch Recovery von Backdash? Was war da los? Recovery von Backdash. Da war er zu smart für sich selber und wollte baiten. 9-7 für Kinka. Okay, und jetzt sind wir im Matchpoint für Kinka. Round 1. 9-7. Fight! Aber es ist noch alles drin. Es ist alles drin. Ich glaube dran, dass es auf jeden Fall auch noch 9-10 aufgeht. Auf jeden Fall. Pressville hat die ganze Zeit gegen heftige Führung angekämpft. Und hat aufholen können. Okay. Aber gute Führung für Kinka. Aber Pressville arbeitet sich wieder rein. Oh, schön mit dem Mickey. Okay, gutes Movement. Sehr schöner Confirm aus dem Jump-In. Okay, Kinka geht low, aber Pressville bleibt cool. Oh, und kann den Jump-In nicht converten. Oh, kein Punish. Okay. Nehmen wir an, Kevin, keine guten Möglichkeiten für Chip-Out. Schön, Empty Jump Throw. Oh! Und in der Ecke hochspringen, treten. Auch klassische SF4-Taktik. Immer gut. Wenn es funktioniert? Wenn es funktioniert, ist immer gut. Immer gut. Schöne Just Defense. Chillen? Ich weiß nicht. Chillen hat ja auch gerade die Runde gewonnen. Weiß nicht, ob Chillen die reale Idee ist. Knockdown für Metapump nutzen. Wer Coaching wird erst nach dem Match angenommen. Aber ihr könnt auf jeden Fall gerne Kevin-Nutzer-Selbsthilfegruppe aufmachen. Ja, macht eine WhatsApp-Gruppe. Ja, die ist gut, würde ich auch sagen. Vielleicht eine Facebook-Gruppe. Ich hab gehört, Da gibt's Match an Percival. Kevin. Definitiv. 9-8. Es bleibt spannend. Ja. Aber Kinka kann cool bleiben. Die Führung hat er noch. Okay, oh, und diesmal sehen wir anderes Top-In von Kinka. In der mittleren Position. Interessant. Schön für den Top-Delay. Oder vielleicht, weil er einfach sagt, er braucht mehr Health-Bubble-Region in der Mitte. Ja, auf jeden Fall ein interessantes Mindgame hier. Die Top-In-Position. So, jetzt ist er auch ein Top-In. Und Kevin ist raus. Oh, aber Kinka ist auch raus. Saftiger Damage in der Ecke. Okay, okay, schöner R2R. Da sehen wir den ersten Throw-Tag. Oh, kein Punish. Eben on live, aber das Ding ist, jetzt nicht mehr eben on live. Und S-Power ist, da springt er daneben und Crouching A in die BMW. Und Pressville sieht direkt den durch den Jump. Und wieder kein Punish von Kinka. Das ist der Universal Overhead. Dieser Hop von Kevin. Kinka versucht hier was zu baiten, aber kriegt keine großen Moves raus. Und da ist wieder der dicke Kevin-Schaden. Das trifft. Oh, aber kein richtiger Hit. Okay, da geht er wieder low. Das ist das Problem von den T-Power-Super. Eigentlich sind das Power-Hits. Und wenn er getradet wird, dann werden die anderen Hits gesagt. SF4 in the house. Da sind wir wieder. Sind wir bei 9-9? Okay. Also, Jump in blocken und dann super. Funktioniert auf jeden Fall extrem gut. Okay, letztes Game. Die 9 gegen die Umgeräte 9. Es geht nochmal heftig um die Wurst. Okay, Top-In wieder in der gewohnten Position.
Schön geht der Low. Oh, okay. Erste Führung für Kinka. Bleibt vorsichtig. Schöner Kombo. Oh, da krabbelt er einfach weg. Oh, schön. Jump gestufft. Oh, und der Jump-In aber kann wieder nicht kombon. Kombos aus Jump-Ins nehme ich mal an, wie immer nur möglich, wenn es richtig saftig tief trifft. Ja, muss auf jeden Fall recht tief treffen. Sehr schön geworden. Schöne Rolle, aber Jumper on point. Just defend. Kann er punishen? Ja, gutes Punish. Alter, der Break verkackt. Oh, und da trifft er noch mit dem aktiven. Oh, Anti-Air, und das ist es das gewesen? Nein. Oh, noch nicht ganz. Route. Oh, da geht er low. Oh, da kann ich kommen. Oh, und da aufs Ei gehauen. Holy cannoli, das tut weh. Jetzt sind wir im richtigen Matchpoint für Percival. Ja. Schöner Throw. Cool, die Force zeigen. Und wieder kleiner Schimmy und dann werfen. Take the throw. Schade. Ah, und dann kann er schön konverten aus dem Jump-In. Kleines Roll-Mix-Up, aber Kinka blockt. Und da ein bisschen Krabbelmeter bilden. Schöner Anti-Air. Da erwartet er die Backdash, aber kann nicht richtig punishen. Der kennt sich von diesem Tor sehr schnell. Und das konnte er sofort das finden. Jetzt wird es. Ja, das trifft. Oh, aber kein Punish! Das ist sehr schwer. Okay, okay. Aber jetzt ist das Meter nicht mehr da. Kinka muss es jetzt. Oh, schönes Whiff Punish. Schönes Whiff Punish. Und da sind wir in der letzten Runde. Matchpunkt für beide. Dass es bis zur letzten Runde geht. Sah am Anfang nicht so aus, aber ist natürlich traumhaft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall der Value für den Stream bis zum Ende. Ist so. Und absolut Live-Lead hier für Kinka. Und da kommt er wieder mit den Throws. Und er hat die Meter. Er hat auf jeden Fall den Meter-Vorteil. Oh, aber wird geblockt. Punish. Oh, da passt er das starke Punish. Okay. Jetzt darf Percival nicht overextenden, aber er muss was ans Laufen kriegen. Kinka bleibt vorsichtig. Sehr defensiv. Guter 2AB. Schöne. Oh. Oh, da kriegt er ihn mit dem Low. 10-9 für Kinka. Und sehr gute Games. Satisfaktion wurde erreicht. Es werden Hände geschüttelt und der Streit kann beigelegt werden. Percival nicht glücklich mit dem Ergebnis. Kinka, äußere dich, bist du glücklich? Ja, die ersten Runden liefen nach meinem Geschmack. Wie geschmiert, ne? Wie geschmiert. Ja. Ich hab die Terry Pressure nicht so gut abused, wie ich es hätte tun können sollen. Aber er hat auch ein paar Mal war ich ein bisschen zu schnell und deswegen ist dann sowas wie. Gewiffter Normal oder ein getroffener Normal, also der Normal, der eigentlich getroffen hätte, den habe ich zu früh gecancelt. Ja. Du kannst ja Whiff cancel, jeden Normal zu früh cancel in dem Spiel. Wenn du zu früh mit dem Cancel am Start bist, kommt direkt das Special raus. Das ist mir halt ein paar Mal passiert. Ja. Und ja, ist halt blöd gelaufen. Aber dass ich mit Sweep gewonnen habe, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Minus 14 oder so. Aber okay, ich nehme es. Hat getroffen. Aber ja, ich bin doch ganz glücklich über den Ausgang. Der Pascal hat sich über die Runden immer wieder gut gesteigert, hat seinen Super immer dann angebracht, wenn ich kurz nach vorne gelaufen bin, hat die Geschwindigkeit etwas gut ausgenutzt, muss man sagen. Genau, wenn ich. Als du den 6-6-10 mal angebracht hast, richtig, hat er den gebackt. Hat er den backdashed oder hat just defended, das war sehr gut. Also hat er gut getan. Ich war ein bisschen unglücklich über meine Bingo fehlgeschlagenen Just Defend. Oder ich hatte da mal einen Button gedrückt oder so davor. War gut, die Reichweite von dem Ding kannst du nichts machen. Ist halt so. Ja. Aber gut, es war knapper als ich gedacht hatte, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil ich meine Erfahrung habe in dem Spiel. Aber ja, Kevin ist halt Kevin, was willst du tun? Wenn du einmal in der Corner bist, musst du irgendwann was drücken oder springen oder backdashen. Ansonsten hängst du da bis zum Guard Crush dran. Für immer. Naja, egal. Es hat Spaß gemacht, war eine schöne Erfahrung. Ja, war und dann wünsche ich jetzt viel Spaß mit den Casuals. Genau. Einen schönen Abend an den YouTube- und Twitch-Chat. Danke sehr. Ja, das war's von uns.